So, heute soll der Sitz raus, der Beifahrersitz, der Fahrersitz und da hinten die Rückbank. Rückbank ist nicht so schwer, aber die Fahrersitze, also Beifahrer und Fahrersitz, das ist eine Katastrophe. Und ich habe hier schon hier diese komische Blende da raus, hier die da, weil ich einfach gucken wollte, wie die befestigt ist, der Sitz. Und mal gucken, ob man es sieht. Da hinten hier, da sind so ein paar Schrauben und die habe ich schon angelöst und habe festgestellt, die Schrauben, ich weiß nicht, für was die sind, aber ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Und jetzt habe ich unter dem Sitz da oben, da sieht man die Mutter, also das Gewinde, da habe ich schon den Sitz gelöst und kann man auch schon rausheben. Ich weiß nicht, wie das ist, weil das Auto hat ja Sitzheizung. Und deswegen vermute ich mal, dass die irgendwie befestigt sind da oben. Ich habe keine Ahnung. Und ja, das machen wir jetzt mal. Und dann schauen wir mal, ob wir dann andere Schrauben noch finden, um das Ganze irgendwie dann rauszukriegen. Alter, fangen wir mal an. So, liebe Leute, also hier war so eine ganz fette Schraube drin. Warte mal, ich suche sie mal. Also wirklich mega fett hier. Also die war richtig dick. War auch sehr fest festgeschraubt und man sieht schon, hier ist es locker. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Das hängt immer noch irgendwo. Das wird wahrscheinlich auf der rechten Seite auch irgendwo verschraubt sein. Und ich habe jetzt echt jede Schraube gesucht, hier wie die hier oder hier die hier. Alle gelöst, aber es passiert einfach gar nichts. Und das ist einfach zum Zermürben, weil draußen bestes Wetter, 30 Grad oder so, hat es draußen, glaube ich. Bist du wieder scharf, ja. Und ja, hier ist so ein Plastikteil, das war hier so drauf. Auf die Idee muss man erstmal gucken, dass man das wegmacht. Und dahinter befindet sich nochmal so eine Schraube. Ja, sehr schön. Das muss einer auch mal sagen. Ich habe ja ein Handwerkerbuch von dem Auto, aber irgendwie ist das hier drin ein bisschen anders da. Ich weiß auch nicht. Normalerweise ist es nur hier hinten so befestigt. Aber hier ist echt alles anders. So, jetzt kriegen wir das Ding auch raus.
So, ja, der Wahnsinn. Ihr glaubt nicht, wie schwer so ein Sitz ist. Das ist ja unfassbar. Ja, also, Sitz ist draußen. Ich habe ganz viel Geld da hinten gefunden, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, ein paar Euro sind's. Sieht irgendwie lustig aus, wenn plötzlich keine Sitze mehr da sind. Rückbank ist auch schon draußen, nur noch hinten die Verkleidung, also die Rücklehne. Und dann kann man sogar schon den Fußboden rausnehmen und Kabel rausnehmen und ach, das wird so cool. So, ja, schauen wir uns mal die Sitze von dem Näheren an. Ja, es ist draußen, es ist vollbracht. Beide Sitze sind hier. Ich möchte euch mal zeigen, was ich gefunden habe. Also ich habe hier so knapp 5 Euro gefunden, unterm Sitz. Das sind die Schrauben, die ich unnötig gelöst habe, weil ich nicht wusste, dass hinter dieser einen Verkleidung sich noch eine Schraube befindet. Die muss ich wieder festmachen, damit das wieder alles schön Halt hat. Dann kommt der Sitz da wieder drauf. Können wir ja mal genauer anschauen. Und zwar jede Menge Kabel, wie man sehen kann. Diese ganzen kleinen Kabel hier, also die ganz dünnen hier, das sind alles Kabel, die in das da hineingehören. Sprich für die Motoren oder je nachdem. Und der hier ist eigentlich für die Stromversorgung, für den Sitz zuständig, inklusive, wo ist er? Das war so ein gelber. Wo ist er? Ah, hier. Der ist an dem Sitz dran. Hier. Genau, das gehört dann da so drauf. Das sind die Motoren. Einmal für vorne höher stellen, also dass man so kippen kann. Dann der Motor hier ist für hinten, dass man so kippen kann. Und der Motor ist für das ganze Sitz nach vorne oder nach hinten zu rutschen. Ja, inklusive in dem Sitz hier sind so Lamellen drin, denn dieser Sitz hat eine Sitzheizung. Wunderschön. Auch im Rücken ist eine Sitzheizung drin. Also sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Sitz nicht zu sagen, außer dass er einen Seitenairbag hat, der hier drin ist, hier so. Mal schauen, ob man irgendwo sieht, da steht nämlich Airbag dran, da unten. Schauen wir mal, wo ihr das sehen könnt. Da, genau, da steht nämlich Airbag. Genau, muss man ein bisschen aufpassen mit den Kabeln, wenn man Strom verbindet, dass man dann keinen Puff macht. So, dann haben wir den Rücksitz. Hier wird es langsam eng. Den Rücksitz. Der Rücksitz hat auch Sitzheizung. Deswegen auch mit Kabel muss man aufpassen, wenn man den abmacht, den Sitz. Ist eigentlich nur gesteckt, dass man darauf aufpasst, dass da das Kabel nicht abreißt. Deswegen immer ganz vorsichtig hochheben, Kabel lösen und dann Sitz rausnehmen. Nicht so schwer. Ja, Rücksitzbank, also die Rücklehne mache ich heute nicht mehr. Ich bin echt platt und das hört man auch. Also die Sitze sind wahnsinnig schwer. Ich schätze mal 50 Kilo oder so. Aber das ist schon heftig. Und ich habe echt gekämpft mit dem Sitz, um den da auch rauszukriegen. Der geht nämlich gerade so durch die Tür. Naja, so, hat aber Spaß gemacht. Ich liebe es. Und ich freue mich schon, dann später weiterzumachen, beziehungsweise morgen dann den Boden raus. Und dann, glaube ich, geht auch das Dashboard komplett raus, die Rücksitzbank, also die Rücklehne. Oh, das wird cool. Und es ist echt mega Platz in dem Auto. Man könnte da drin jetzt übernachten. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao.